Hallo, ich möchte euch heute ein Buch vorstellen und auch empfehlen. Und zwar von Philippe Claudel, Monsieur Lin und die Gabe der Hoffnung. Das Buch hatte ich auch schon in meinem Neuzugänge-Video hochgehalten oder in die Kamera gehalten, besser gesagt. Hab's durchgelesen. Ein sehr dünnes Büchlein, was man schnell lesen kann. Ich glaube, das hatte ich auch erwähnt schon in dem Video. Es hat nur 126 Seiten. Kleiner Umfang, aber der Inhalt ist wirklich enorm. Ich hatte, glaube ich, auch den Inhalt schon leicht angeschnitten bei dem letzten Video, möchte aber noch ein bisschen was dazu sagen. Nicht zu viel, ich möchte keinem etwas vorwegnehmen, falls jemand das noch lesen möchte. Was ich wirklich empfehlen kann, möchte ich jetzt hier nicht spoilern, aber nur so viel. Es geht um einen alten Mann, der in einem Dorf in Asien lebt, das aber durch einen Bombenangriff zerstört wird und auch viele Anwohner mit in den Tod reißt, unter anderem seinen Sohn und seine Schwiegertochter. Die einzige Überlebende aus seiner Familie ist eine kleine Enkeltochter, ein Baby. Die nimmt er mit und packt noch ein paar wenige Habseligkeiten an und geht per Schiff Richtung Westen. Dort angekommen als Flüchtling erlebt er natürlich ein paar Schwierigkeiten, wie man sich vorstellen kann. Zum einen versteht er die Sprache nicht und kann sich auch selber nicht mitteilen. Er landet in einer Stadt, das ja ein Leben, das er eigentlich so nicht kennt, weil er vorher immer in einem Dorf gelebt hat. Die Mentalität ist eine ganz andere, die Lebensart in dem Land ist eine ganz andere. Natürlich kommt dann auch Heimweh, spielt auch eine Rolle und so weiter. Nichtsdestotrotz macht er das Beste daraus, gibt die Hoffnung nicht auf, insbesondere weil er für seine Enkeltochter eine schöne Zukunft sich wünscht. Also seine Enkeltochter ist eigentlich der Antrieb für ihn, den Schwierigkeiten zu trotzen, die Hoffnung nicht aufzugeben, das Beste draus zu machen und so weiter. Kümmert sich auch sehr liebevoll und hingebungsvoll um die Kleine. Und irgendwann traut er sich dann auf die Straße sozusagen und auf einer Parkbank ergibt es sich, dass er einen Mann kennenlernt und obwohl sie die Sprache des anderen gar nicht verstehen, entwickelt sich dadurch, dass sie dann doch einiges gemeinsam haben, auch wenn sie sich nicht verständigen können, eine sehr außergewöhnliche und tiefe Freundschaft. Und ich glaube, an dieser Stelle höre ich auch auf. Ich möchte gar nicht viel näher auf den Inhalt eingehen, um eben, wie gesagt, niemanden den Spaß an dem Buch zu nehmen, der es noch nicht gelesen hat und es lesen möchte. Und was kann ich über das Buch sagen? Erstmal zur Sprache. Es ist wunderschön geschrieben, sehr poetisch. Ich kam sofort in die Geschichte rein. Ich hatte keine Schwierigkeiten, mich in die Geschichte hineinzuversetzen. Und ansonsten ist es ein sehr berührendes, sehr, sehr bewegendes Buch. Es ist eine Geschichte insbesondere über Menschlichkeit, über Mitgefühl, über Hoffnung, Trauer, Freundschaft, Schicksal, das Leben, alles, was mitspielt. Und ich finde einfach den Aspekt der Menschlichkeit wunderschön herausgearbeitet. Die Geschichte nimmt, das habe ich natürlich nicht erzählt, noch Entwicklungen und Wendungen, die mir tatsächlich so nah ging, dass ich Tränen in den Augen hatte. Und das passiert bei mir wirklich nicht sehr häufig. Wenn ich Bücher lese, neige ich eigentlich nicht dazu, sofort loszuheulen. Aber das Buch hat es wirklich geschafft. Das Buch halte noch sehr lange nach. Es ging mir durch Mark und Bein, als ich es gelesen habe, im positiven Sinne natürlich. Und als ich den letzten Satz gelesen habe, war ich wirklich noch sehr aufgewühlt und musste erstmal das alles noch so ein bisschen überdenken, musste noch ein bisschen, in Anführungsstrichen klarkommen. Aber ich finde, das hat gerade den Reiz des Buches ausgemacht. Ich würde sehr interessieren, ob einer von euch auch dieses Buch gelesen hat, ob es euch auch so gut gefallen hat wie mir oder ob ihr damit weniger was anfangen könntet oder ob ihr ein anderes Buch von diesem Autoren gelesen habt, was ihr auch empfehlen könnt. Bin ich wirklich sehr neugierig. Damit wünsche ich euch noch frohes Lesen und hoffe, ich konnte den einen oder anderen für dieses Buch interessieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!